Ich finde ja, Glauben ist nichts, was zufällig passiert oder einfach vom Himmel fällt. Ich bin der Überzeugung, dass Glauben genauso wie vieles andere im Leben auch gelernt und geübt werden muss. Ich glaube, das Erste, was nötig ist, ist eine Vision. Die meisten Menschen haben für viele Bereiche ihres Lebens 5- oder 10-Jahrespläne. Sie wissen, was sie in ihrem Beruf erreichen wollen und sie wissen auch, wo sie mit ihrer Beziehung irgendwann stehen möchten. Und ich glaube, dasselbe braucht es für Gott. Eine Vision und einen Plan, wohin ich in meiner Beziehung mit Gott kommen will. Als Zweites, ich muss aufstehen und es tun. Ich glaube, dass vieles im Glauben deswegen nicht vorankommt, weil wir uns weigern, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Ich brauche eine tägliche Struktur für meinen Glauben. Genauso wie ich in einer Beziehung tägliche Strukturen brauche, damit man sich gegenseitig nicht aus dem Blick verliert, genauso brauche ich diese täglichen Strukturen für meine Beziehung mit Gott. Und das Nächste ist Beständigkeit im Alltag. Genauso wie in einer Beziehung nicht immer nur alles hochemotional und hocherfüllend ist, sondern manchmal einfach nur der Alltag miteinander bewältigt werden muss, genauso ist es mit Gott. Nicht jeden Tag werde ich Gott bis tief ins Innere spüren, sondern manchmal muss ich auch einfach in der Alltäglichkeit an ihm festhalten. Und ich glaube, die größte Herausforderung, die es zu meistern gilt in all dem, ist die Verzweiflung. Dass ich an meinen täglichen Vorhaben scheitere und dann Gefahr laufe zu glauben, dass Gott mich so ja gar nicht mehr toll finden und lieben kann. Die Verzweiflung ist die größte Gefahr, weil sie uns dazu bringen kann, all das, was wir uns vorgenommen haben, aufzugeben. Und deswegen gilt es daran festzuhalten, dass Gott Ja zu mir sagt. Bedingungslos. Egal, wie gerade mein Leben aussieht. Und wenn wir nicht verzweifeln wollen, wenn wir unsere Vision von unserem Leben mit Gott wirklich umsetzen möchten, dann gilt es, sich eine tägliche, klare Struktur zu geben. Mit Beten, mit Bibellesen und mit all den Dingen, die uns Gott näher bringen können. Und daran festzuhalten. Und dann kann das mit dem Glauben wirklich etwas werden. Dann kann sich eine Beziehung zu diesem Gott aufbauen, die mein Leben wirklich verändert und mir eine neue Lebensqualität gibt.